Hallo und herzlich willkommen hier bei Moderbe der Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben euch vor kurzer Zeit die Class 66 vorgestellt, wir haben euch die Class 77 vorgestellt und heute in diesem Video möchten wir uns mal den beiden Loks zusammen widmen. Wir werden uns nämlich jetzt die Unterschiede anschauen zwischen der 66 und der 77 im Original wie auch im Vorbild. So viel also der Plan. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß dabei. Nachdem die Class 66 ja ihre Erfolgsgeschichte auf Papier gebracht hatte und wirklich in fast jedem europäischen Land zu Hause war und da auch wirklich sehr erfolgreich ihren Dienst absolviert hat, hat man natürlich irgendwann im Jahre 2009 das Problem mit den Abgasen gehabt. Ja, zudem hat man dann natürlich auch Probleme im Betrieb auch festgestellt bei der Class 66. Das ging los bei einer Vorwärmeanlage, das ging weiter über den Schallpegel, den man im Führerstand hat, wenn man mit dieser Lok als Lokführer unterwegs ist. Ja, und endete dann letztendlich dann auch bei einigen anderen Dingen, die dann auch zwar nicht so ins Gewicht gefallen sind, aber die dann auch zu einer neuen Konstruktion geführt haben. Und diese neue Konstruktion, auch Class 66-9 in England auch genannt, wurde dann hier bei uns die Class 77 ins Leben gerufen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Loks, man kann es auf dieser Seite, ich stelle sie mal ein wenig näher zusammen, kann man wirklich sehr gut sehen, denn wir haben hier bei der Class 77 die rote von MEG, die silberne von Rheincargo ist die Class 66. Da haben wir auf einer Seite, nämlich auf der linken Seite, eine dritte Tür. Diese dritte Tür ist für den Zugang zum Motorraum. Denn beim Verbau zusätzlicher Aggregate ist leider der Durchgang von Führerstand zu Führerstand durch den Motorraum entfallen. Und so musste man einen neuen Zugang zum Motorraum schaffen und hat deswegen eine dritte Tür installiert. Außerdem hat man die komplette Isolierung vom Führerstand erhöht, das heißt, der Schallpegel ist nicht mehr so laut und so krass wie in der Class 66. Man hat Klimaanlagen verbaut, man hat eine Vorwärmeanlage verbaut. Hier die Class 66 hat keine Vorwärmeanlage, was dann nach sich zieht, dass hier bei uns in Deutschland, egal bei welcher Außentemperatur, man den Motor starten musste, weil anders konnte man ihn nicht zum Laufen bringen. Das heißt, das Vorwärmen der Betriebsstoffe auf eine bestimmte Temperatur ist hier komplett weggefallen. Das ist so eine Eigenart auch damals in Amerika gewesen, dass man bei einer bestimmten Außentemperatur die Lok, egal wie lange sie irgendwo stand, einfach laufen gelassen hat. Das konnte man natürlich hier nicht so gut umsetzen und deswegen hat man sich bei der Neukonstruktion dann halt auch für eine Vorwärmeanlage dann entschieden. Durch den Verbau dieser zusätzlichen Aggregate musste man natürlich auch die komplette Lok ein wenig modifizieren. Das fängt beim einen bei den Lüftergittern an, die hier bei der Class 77 größer ausfallen als bei der Class 66 auf dem Dach, wie auch hier an den Seiten. Das kann man jetzt hier sehr schön sehen. Dann hat man hier oben kleine Aufbauten für Klimaanlage und Co. Und man hat natürlich mit der Tür hier an der Seite eine optische Sache geschaffen, an der man auch schon von Weitem den Unterschied klar erkennen kann. Ansonsten hat man die Lok nicht großartig verändert, weil man wollte sie auch gar nicht verändern, aber mit dem Einbau dieser zusätzlichen Aggregate hatte man plötzlich ein Mehrgewicht von ca. 5 Tonnen und das wollte man natürlich irgendwie ausgleichen, sodass das Leistungsprofil der Class 77 gleich bleibt als bei der Class 66 und so hat man sich entschieden, einfach 1400 Liter Dieselkraftstoff wegzunehmen. Das heißt, man hat den Tank kleiner gemacht und hatte somit dann diese 5 Tonnen wieder ausgeglichen und hatte damit das exakte Leistungsprofil von der Class 66. Die eben angesprochene Abgasnorm, die damals neu eingeführt wurde, führte natürlich auch dazu, dass keine Loks mehr zugelassen werden konnten, der Class 66. Das heißt, man war auch dann angehalten oder gezwungen, eine Neuentwicklung zu machen und somit war im Prinzip der Weg für die Class 77 sehr, sehr eben. Ja, so viel also zur Geschichte. Schauen wir uns jetzt die Modelle mal hier ein wenig näher an. ESO hat hier wirklich auf alle Details super geachtet. Wir haben hier oben die unterschiedlichen Luftgitter.
wenn man die jetzt hier mal so zusammenstellt. Keine Sorge, ihr seht das jetzt in separaten Nahaufnahmen. Dann kann man hier sehr schön den Unterschied der Lüfter hier erkennen. Hier an der Seite, ich schiebe sie mal so jetzt, dann könnt ihr das auch sehen. Auch hier werden natürlich Detailbilder eingefügt. Hat man hier an den Seiten bei der Class 66 kleinere Lüfterjalousien, hier bei der 77 größere Lüfterjalousien und wie schon gerade dreimal erwähnt, hier die zusätzliche Tür für den Maschinenraum, den die Class 66 natürlich nicht hat. Hier oben auf dem Dach, jeweils über dem Führerstand, die zusätzlichen Aufbauten für Klimaanlage und Co. Die Isolierung kann ich euch jetzt hier im Modell logischerweise nicht zeigen, aber wie gesagt, im Vorbild hat man da wirklich ungefähr fast das Dreifache an Dämmmaterial verbaut als bei der Class 66 und es war im Nachgang, ich habe es selber erleben dürfen, es war wirklich gefühlt um die Hälfte leiser und man konnte somit auch längere Strecken dann relativ problemlos dann auch bewältigen. Hätte man mit der Class 66 dieselbe Strecke dann gefahren, also ich denke mal, ab einer gewissen Zeit hätte man dann bestimmt mit Ohrenschütze oder sonst gearbeitet, weil es war wirklich extremst laut auf der Lok. Aber sie hatte einen wunderschönen charakteristischen Motorsound. Das muss man ihr lassen, da kann ihr so schnell keiner was vormachen. Ja, ansonsten wie gesagt von den Fronten, ich stelle sie hier mal nebeneinander, auch hier natürlich wieder kommen Detailaufnahmen, hat man eigentlich keinen großen Unterschied hier gemacht. Es ist beides die Ausführung, dass der Lokführer auf der linken Seite sitzt und auch von der technischen Ausstattung des Führerstands hat man kaum Änderungen als hier bei der Class 66. Ich werde natürlich mit den beiden Loks jetzt nochmal ein wenig auf die Anlage gehen und werde euch ein paar Fahreigenschaften hier zeigen und dann folgen hier gleich auch nochmal ein paar Nahaufnahmen. Das soll es schon gewesen sein. Die Loks gibt es natürlich in anderen Farbvarianten, einmal bei der Class 66 wie auch bei der Class 77 und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, so sieht sie also aus, die Class-Palette von ESO. Zusätzlich zu den zweien, die wir schon kennen, jetzt noch die drei anderen Loks, die es von ESO gibt. Ganz links angefangen mit der Artikelnummer 31287, ebenfalls eine Class 66 und zwar von Railfeeding. Es ist die 56105. Daneben in schickem Rot die Lok der HGK mit der Artikelnummer 31260. Es handelt sich hier ebenfalls um eine Class 66. Hier genau in der Mitte haben wir eine Class 77 und zwar die Artikelnummer 31285 und zwar ist es eine Lok der HSL Logistik und zwar exakt die 65307. Dann geht es weiter, unser üblicher Verdächtiger, die Class 66 von Rheincargo mit der ESO-Artikelnummer 31282 und die Lok hat die Nummer DE62. Und ganz außen ebenfalls wieder eine Class 77 von der MEG mit der ESO-Artikelnummer 31286 und die Lok trägt die Nummer 077012. Ja, Freunde, auch hier kann man sehr schön erkennen, dass es auch bei der Class 77, bei der und auch bei der Variante unterschiedliche Formen der Aufbauten gibt. Hier haben wir nämlich diese kleinen Hutzen jeweils auf dem Führerstand, die fehlen hier, aber letztendlich kann man auch hier an der Seite wieder schön die dritte Tür erkennen. Also ihr seht, man hat sich bei den Loks wirklich ausgetobt bis zum geht nicht mehr. Ja, ich hoffe, ihr tobt euch auch aus bis zum geht nicht mehr, nämlich in unserem Online-Shop und reißt euch jetzt einer dieser wunderschönen Loks unter den Nagel. Das war's mit diesem kleinen Vergleichsvideo zwischen Class 66 und 77 oder auch Class 66-9 genannt und ich hoffe, euch hat's gefallen. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen auf sein, gerne einen Kommentar hier unter das Video schreiben oder direkt eine Mail an uns. Wir werden uns natürlich, ihr kennt es, schnellstmöglich bei euch melden. Das war's von mir, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal. Macht es gut und tschüss.
Halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.